Hier so von Dortmund 2019. Guten Tag, wir sind mit der Justizvollzugsanstalt Dortmund verbunden. Für die Vollzugsgeschäftsstelle drücken Sie bitte die Taste 1. Für die Buchstaben A, B sowie F und G die 1. Für die Buchstaben C bis E und P bis Z die 2. Für die Buchstaben H bis O die 3. Guten Tag, tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Ich habe eine technische Frage. Soll ich den Sachverhalt kurz erklären? Ja, ich weiß, ist das denn auch für mich relevant hier im Gefängnis? Es geht um, ich war in U-Haft. Sie selber, okay. Genau, und 11 Tage war ich in U-Haft. Und ich möchte gerne wissen, wie lange gedauert, dass ich Schadenersatz bekomme. Also ich war in U-Haft und wie gesagt, ist die Sache eingestellt worden aufgrund falscher Aussagen. Nun, so von Erfahrung her, wie lange ungefähr dauert zeitlich? Den Schadenersatz, den kriegen Sie ja durchs Gericht, ja? Nicht durch die JVA. Ja, das verstehe ich, aber wie lange ungefähr dauert? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das fragen Sie am besten Ihren Rechtsanwalt. Ah, okay. Weil ich seit 2019 darauf warte, verstehen Sie, ich bin seit 2019, ja. 29.11.2019, 11 Tage war ich in JVA Dortmund und bis heute habe ich keinen Schadenersatz bekommen, aufgrund falscher Aussagen von Banditen-Nazis aus Dortmund wurde SEK ja. in mein Zuhause gesendet. Verstehen Sie? Und die Schaden habe ich seitdem. Und diese SPD Dortmund versteht auch kein Deutsch mehr. Ich glaube, ich habe eine Zuchtkolonie namens Theremonia getarnt unter Dortmunder Stadt erwischt. Kann sein, dass deshalb sind die sauer. Vielleicht der Herr Böse von JVA Dortmund ist so sauer. Gott sei Dank. 2019 war er aber da. Kann ich Ihnen nur sagen, dass Sie sich da am besten an Ihren Rechtsanwalt wenden. Okay. Fürs Protokoll vor Nachkriegszeit, ich bin Mahdi Schmidt. Und ich wurde seit 2012 durch Staatsbeamten, von A bis Z habe ich durchgeforscht, wurde ich gefoltert. Gefoltert und gefoltert. Und keiner nimmt Verantwortung, warum, wozu, weshalb. Ich gefoltert worden bin, ständig, da jemand andere ist zuständig. Seit 2019 protokolliere ich alles, Sekunde, nach Namen, Positionen, vor Nachkriegszeit. Ich hoffe, Sie damit kein Problem haben. So alt bin ich noch nicht. Ja, super. Denn die Menschen 1935 bis 1945 habe ich gesehen, wie die gejubelt haben, als ich ermordet worden bin, versuchter Mord in mein Zuhause, 3 SEKs 2019. Kann sein, dass SPD, NSDAP, Westphal, Lange, Sirau, Anus brennt in Dortmund? Super. Ich sage alles nur vor Nachkriegszeit. Ich freue mich. Ich war 2015 in JVA Dortmund in Abteilung Holzbreiten AP, genau, Arbeitstherapie. Und es war sehr schöne Zeit. Wissen Sie, die Beamten leider wussten nicht, dass die in eine Zuchtkolonie gearbeitet haben. Und das werden wir Nachkriegszeit klären. Ja, das ist super, ne? Und ich mache alles für 300 € im Monat.
Verstehen Sie, Arbeitsleistungsverhältnisse muss gegeben sein. Ansonsten wird eine Kanzlerkäse Kaiser von Europa. Ja, und der hat auch verkackt, wollte ich nur Bescheid sagen. Der Pleite-Kanzler wird bald in Knast oder Klapse landen. Und ich habe davor auch Jail United School gegründet, KZ Mahdi in Ukraine. Der Nazi-Fett muss vor Wiederaufbau von Ukraine verbraucht werden. Verstehen Sie? Ich mache Deutschland sauber, während Sie mich in Knast gesteckt haben. Verstehen Sie? Deshalb bin ich eine Forscher. Mahdi, so langsam und leise war ich in eure JVAs. Verstehen Sie? Und das ist sehr schön. Und das zeige ich Menschen außerhalb Deutschland, um erkennen, wie die Menschen 1935 bis 1945 tatsächlich waren. Denn ich habe JVA Dortmund seit 2019 permanent E-Mails geschrieben, dass ich hier permanent durch falsche Aussagen SEK geschickt wurde, Polizeieinsätze und so weiter, hat keiner darauf Achtung gegeben und interessiert. Sie sagen, Sie sind Deutsche. Aber wer ist überhaupt hier eine Deutsche und wer ist eine Nazi? Super Forschungsergebnisse, denn Nachkriegszeit zeige ich Menschen auf dieser Erde Verhaltensänderungen und Verhaltensmuster von Nazi-Parasiten, die sich deutsche Pass ausgenutzt haben. Das habe ich alles mit einer Duldung gemacht. Und was haben Sie mit deutschem Pass gemacht? Im Staatssystem. Achso, schöne Grüße an Justizbeamtin Nicole Eckel. Denn genau diese Nicole Eckel, die Frau von Banditos, hat SEK geschickt am 27.11.2019 und zwei Tage später war ich in Obhut von Ihnen, JVA Dortmund. Von A bis Z von Beamten sind schuldig, Mittäter sein, Nazi-Mordtaten, Nazi-Schandtaten seit 2012. Merken Sie es, denn Rechnung müssen Sie Deutsche später bezahlen. Nicht, dass die später sagen, oh, der Ausländer will unser Geld haben, will unser Geld haben. Verstehen Sie, diese Kasper-Theater von Ihre Eltern habe ich gesehen und protokolliert. Das ist Forschung. Ja. Verstehen Sie? Ja, wie gesagt, Sie müssen sich genau da an Ihren Rechtsanwalt setzen. Ja? Natürlich, das verstehe ich. Und Sie haben das alles zur Kenntnis genommen, was ich gerade gesagt habe. Vor- und Nachkriegszeit, mit Datum und Zeit. Ich schreibe alles für später. Ja? Ja. Ich bedanke mich für Mithören und Ihre Zeit. Okay. Dankeschön. Schönen Tag noch. Auch so. Tschüss. So. Therapiestunde läuft und ich bin sehr glücklich, so eine Zuchtkolonie in Europa zu haben. Versteht ihr, meine Kameraden? Ich habe nur beobachtet, ich habe gehört, in Deutschland gibt es ein Sprichwort von Kacke Gold machen. Nun, in mein Forschungslabor habe ich von Nazi-Fett Forschungslabor gemacht. Damals haben Nazis Fett von Menschen verbrannt. Haben die heute nicht gedacht, dass die in meine Laboren landen? Exorzist von Germanien. Und Dämonen von diesen Nazi-Bastarde werde ich austreiben an seine Zeit. Die Methode. Oh, ich habe so eine schöne Methode für dich, Danny Hase, Fritzi, Hund. Ja, die ganze Goebbels Zoo mit allen Varianten von Intrigen, Ablenkungsmanöver. Ja, wo bin ich jetzt, Danny?
Ich höre, dass ich in deinem Kopf bin und es brennt bei dir, Danny Hase. Der Fritzi, ehrenlose Nazi-Bastard, wurde ehrenlos entsorgt. Aus Banditos, warum, wozu nach 40 Jahren? 1983 habt ihr Zucht angefangen? Ja, oh, Seaborg, ich bin der Seaborg. Ja, meine Kameraden, der Führer hat so viele Gesichter. Vor SPD-Parasiten. Ich kenne eure Kaspertate, die ihr heimlich geschult worden seid. Seid Kind an parallel zur deutschen Gesellschaft. Und die deutschen Menschen wussten nicht, dass die Ratten im Kanal ratten. Unter Dortmunds Schuhmachen. Ja, die katholische Kirche war, oh, nicht vorhanden. Die waren im Himmel. Ja, mit Kindern von Menschen. Ja. Ihr Parasiten von Europa, ihr seid meine Labor zur Zweck. Mittel zum Zweck der Forschung. Ihr Nazi-Parasiten. Von Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich liebe Tirol und ich will diese Bastardkolonie in Tirol in Nachkriegszeit sauber haben. KZ-Mahdi in Ukraine wird mit eurer Fett aus Tirol, Nazi-Bastarden, aufgebaut. Was dachtet ihr, macht die kaputt und haut die ab? Mhm. Seit 1945 habt ihr Bewährungszeit gehabt und habt ihr versagt, ihr Versager, wie Polizeipräsidium Lange, eine Versager wie ein Opa. Von 1945, Versager nach Versagern, habe ich erwischt und die habe ich benutzt. Die Sklaven von Vatikan habe ich benutzt. Zweck der Forschung für andere Länder. Die Deutschen und die Nazis allein in Deutschland. Was habt ihr so gemacht, Olli? Oh, der Mutti Merkel hat mir so viel erzählt. Der Kohl und der Adenauer sind bereit hier. Ja, Enzi. Alles an seine Zeit, denn ich bin eure Therapeut in Zukunft. Merkt euch heute. Ich liebe dieses Deutschland immer noch, Danny. Ich habe noch mehr und mehr Objekte, Zeug, Forschung. Super habt ihr vor mich getanzt, so getanzt, Danny, habt ihr so getanzt. Heute tanze ich in euren Köpfen. Ja, der Westwall blockiert mich, der Stadt Dortmund blockiert mich. Die SPD-Fraktion blockiert mich über YouTube, überall, ne, Twitter. Ja, Twitter. Meine YouTube-Kanal haben die versucht zu löschen, die Älteste. Ja, nun, ich habe vorbereitet, denn ich kenne eure Goebbels 12 Nazi-Bastard-Einheiten. Isolieren, Isolationsversuche, boykottieren, löschen, löschen, ja. Keiner soll hören, was Exorzist von Germania über Vatikan, pädophile Parasiten, Satansklaven zu erzählen hat. Ja, so ist das Leben. Meine hübschen Kinder, schön lernen. Hier sind die Ratten am Werk.
Die Nazi-Ratten, die haben sich getarnt als Deutsche, mit deutschem Pass. Ja, die sehen auch wie Deutschen, aber deren Gene stammen von Zuchthäusern. Gendatenbank wird kommen und das wird sehr schön, lustig und funny. Dann werden wir sehen, Fritzi von welcher Sexverführer Puffs entstanden ist. Der weiß nicht mal, wer seine Opa ist. Ja, das waren so viele in Gangbang-Partys. Ja. Nun genießt das Leben der Nachkriegszeit. Wird sehr schön therapiert. Zwangstherapie. Ja, Westphal, Lange, Sirau, der Betreuerdamm, der Versager und der rechte Anwalt. Geile Meinung. Ja, alles an seine Zeit. Schönen Abend noch.